Willkommen alle miteinander. Das, worum es hier geht, hat kein Ende und keinen Anfang. Deswegen ist es befremdlich, bis auf die Minute genau zu warten, bevor es anfängt. Aber das ist so, wenn wir eine Verabredung haben in der Welt, dann ist Pünktlichkeit für die meisten von uns sehr wichtig. Und wenn wir anfangen, bevor der offizielle Anfang ist, dann könnte jemand verärgert sein, weil er was verpasst hat. Obwohl, hier kann man nichts verpassen bei dir, was Seto, weil der postet ja alles online. Also insofern. Ja. Narasimha hat gleich die erste Frage gestellt. Hi Kevin, kannst du mir helfen zu erwachen? Ich will unbedingt erwachen, um jeden Preis. Auch wenn ich weiß, dass da niemand erwacht. Danke. Ja, ich glaube, es geht vielen so. Aber was ist denn gemeint damit, ne? Wenn wir unbedingt erwachen wollen, wissen wir denn überhaupt, was das ist oder was ist unsere Vorstellung? Was ist das, was du suchst? Was ist das, was du glaubst, was noch nicht erwacht ist? Wenn wir was wollen, dann müssen wir klären, um das zu bekommen, was ist es, was ich will? Dieser Frage nachgehen. Dazu brauche ich deine Hilfe, weil für dich ist was Erwachen vielleicht was anderes als für die nächste Person, die die gleiche Frage stellt. Was wäre denn anders in deinem Leben, Narasimha, wenn du erwachen würdest oder wenn du erwacht wärst? Wie würde sich dein Leben verändern? Was wäre da anders? Dann hätte ich eine Ahnung, was du damit meinst. Und für alle anderen auch die gleiche Frage letztendlich, ne? Was meinen wir denn damit? Weil irgendwie finden wir uns suchend wieder als Menschen, schon als Kinder. Irgendwas scheint zu fehlen und dann begeben wir uns auf die Suche nach dem, was fehlt. Das, was fehlt, das nennen wir dann irgendwann Erwachen oder Erleuchtung. Aber was ist das? Um das zu finden, muss ich. Passiert es entweder? Einfach so aus dem Nichts? Oder wenn ich suchen will, dann muss ich eine Ahnung haben, wonach ich suche. Wenn ich jemandem auf der Straße begegne, und ich sehe, der sucht nach was. Und ich sage, kann ich dir helfen? Wonach suchst du? Und er sagt, ich weiß es eigentlich gar nicht genau. Dann kann ich ihm nicht leicht helfen, ne? Weil dann weiß ich nicht, wonach ich suche. Denn wenn er sagt, ich habe meinen Ring verloren, dann kann ich Ausschau halten nach dem Ring. Wenn wir so
so eine wichtige Frage haben, wie du sie jetzt stellst. Um dahin zu kommen, um diese Frage in Frieden zu bringen, müssen wir was tun dafür. Wir müssen die Frage selbst ergründen. Es hilft uns nicht, wenn wir andere fragen, wie kann ich erwachen? Weil ich sage das so. Und der Nächste, der morgen auftaucht, der sagt das anders. Und so weiter. Ne? Wir müssen die Frage selbst ergründen. Was meinst du damit? Und genauso jemand anders, wenn jemand anders antworten will, ist genauso gut. Was wäre anders, wenn sich das Höchste in unser Leben erfüllen würde, was sich erfüllen kann als Mensch? Wie wäre unser Leben dann? Wie wäre das? Und wenn wir eine Ahnung haben, was wir wollen, dann wird es leichter sein, das zu erreichen. Und dann können wir reflektieren und schauen, verhalte ich mich auf eine Art und Weise, die dem förderlich ist oder auf eine Art und Weise, die dem hinderlich ist, was ich will. Ich habe das vor einigen Jahren für mich so formuliert. Dass ich gesagt habe, ich möchte glücklich sein. Dauerhaft glücklich sein. Ich gebe mich nicht mit so ganz kleinen Glücksmomenten zufrieden. Ich wollte dauerhaft glücklich sein. Und dann wusste ich endlich, was ich will. Und dann konnte ich mich auf die Suche machen, wie geht es? Geht es überhaupt? Heute würde ich es anders ausdrücken. Heute würde ich es so ausdrücken, ich möchte Frieden sein. Oder manche würden sagen, in Frieden sein. Ja, kennt es jemand von euch, den Wunsch, dauerhaft glücklich sein zu wollen? Ja. Okay. Und dann kann man versuchen, gibt es da eine Möglichkeit? Und wenn ja, in welche Richtung müsste ich gucken? Ich meine, meistens machen wir uns auf den Weg und suchen einen Partner zum Beispiel, weil wir glauben, ja, dann wären wir dauerhaft glücklich. Man merkt noch, nee, am Anfang vielleicht. Aber dann, wenn die Muster immer stärker sich zeigen, die gegenseitigen, und wünscht man sich vielleicht, dass der Partner anders ist. Oder überhaupt einen anderen Partner.
oder gar keinen, eine Weile Ruhe vor Partnerschaft. Auf jeden Fall irgendwas anderes als das, was jetzt gerade ist. Es ist also ein ganz gutes Rezept, um nicht dauerhaft glücklich zu sein, ist es abhängig zu machen von dem, was ist. Ne? Sonst muss ich, um dauerhaft glücklich zu sein, muss ich sonst die Umstände um mich herum kontrollieren. Ne? Ich muss schauen, dass alles passt. Dass ich einen guten Job habe. Dass ich gut drauf bin. Dass mein Umfeld gut drauf ist. Wow, das wäre eine Riesenaufgabe, oder? Nicht möglich, ne? Nicht möglich, glücklich zu werden, weil plötzlich kann was passieren. Du kannst das schönste Haus auf Erden haben und dann gibt es einen Hausbrand. Oder du hast jahrelang mit deinem Partner dorthin gearbeitet und dann verlässt er dich oder sie dich. Aber die meisten von uns versuchen, ihr Glück zu erreichen, indem sie irgendwas bekommen, ne? Zum Beispiel Erleuchtung. Wenn ich endlich erwacht werde, dann wäre alles in Ordnung. Es ist genau dasselbe Muster. Wenn wir erkennen, dass die Umstände so sind, wie sie sind, ja, es liegt nicht in unserer Hand, ob unser Nächster, unser Geliebter oder wie lange wir leben, wie lange unser Partner lebt, wie lange unser Kind lebt. Ein Unfall kann das ganze Leben von einen Moment auf den anderen vollkommen verändern. Wenn uns aber diese Frage weiter interessiert, ist es trotzdem möglich, dauerhaft glücklich zu werden. Dann kann man, wenn man das untersucht, erkennen, dass es nur möglich ist, wenn es mir gelingt, jetzt glücklich zu sein. Diesem Moment oder jetzt Frieden zu sein. In diesem Moment. Unabhängig davon, was gerade ist. Unabhängig davon, welche Schwierigkeiten gerade in meinem Leben mich herausfordern. Dauerhaft glücklich zu sein oder dauerhaft Frieden zu sein oder in Frieden zu sein, ist nur möglich. Wir können das untersuchen, ob das stimmt, wenn es jetzt und wieder jetzt und wieder jetzt möglich ist, wenn es mir gelingt, unabhängig von äußeren oder inneren Umständen in Frieden zu sein. Das würde ich als Erwachen bezeichnen. Ja zu diesem jetzigen Moment sagen zu können, egal ob es super angenehm ist oder super unangenehm. Ja zu sagen, ich nehme dich an, so wie du bist. Wir alle sehen uns nach bedingungsloser Liebe und das ist bedingungslose Liebe, den jetzigen Moment so anzunehmen, wie er ist, egal wie er ist. Das ist die einzige Chance, die ich sehe, wie wir dauerhaft Frieden sein können.
Und dass das uns nicht von jetzt auf jetzt gelingt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber zu wissen, wie das funktioniert, also wie das nur funktionieren kann, ist meines Erachtens sehr wichtig, zu sehen, ah, es ist möglich, egal was jetzt gerade ist in meinem Leben, ruhig zu bleiben, innerlich ruhig zu bleiben und dem aus dieser Stille heraus zu begegnen. Du kannst gern nochmal nachhaken, Narasimha, wenn da noch was ist. Ich lese einfach mal weiter. Lucy Lee sagt oder fragt, wie kann ich mich dem stellen und nicht die Flucht vor mir selbst ergreifen an dem Punkt? Ich will nicht mehr träumen und das verlieren, dem doch eigentlich mein ganzes Herz gehört. Ja. Ich habe heute was von Ramana Maharshi gelesen. Jemand hat ihn gefragt, was ist der Unterschied zwischen das englische Wort Mind und Self? Mind könnte man als Verstand oder Geist bezeichnen. Und Self wäre das, was du, Lucy Lee, gerade das nennst, was dein ganzes Herz gehört. Also das Wichtigste. Was ist der Unterschied zwischen dem Wichtigsten und dem Mind, was wir auch manchmal Verstand nennen können oder auch Ego nennen können? Und er sagt, da ist kein Unterschied. Wenn Mind nach außen gerichtet ist, zeigt er sich als Gedanken und Objekte. Das heißt, wenn die Aufmerksamkeit, jetzt übersetze ich mal Mind mit Aufmerksamkeit, wenn die Aufmerksamkeit nach außen gerichtet ist, nimmt sie die Form von Gedanken, Gefühlen und Objekten, Sinnesobjekte und so weiter an. Und wenn diese selbe Aufmerksamkeit, dieser Mind, dieser Geist nach innen gerichtet ist, ist das der Platz der höchsten Erfüllung. Ist das der Platz, den manche Selbstverwirklichung nennen oder Selbsterkenntnis erst einmal oder du jetzt das Herz nennst. Diese Bewegung, ich gehe mit der Aufmerksamkeit nach außen, dann habe ich das, was du Träumen nennst und Flucht vor dem Selbstergreifen nennst, kehre ich dieselbe Aufmerksamkeit nach innen, bin ich beim Herz. Also ganz leicht eine Frage zu beantworten. Wie kann ich mich dem stellen, indem deine Aufmerksamkeit zum Herz sich wendet und dort verweilt, zu deinem eigenen Herzen, zu deinem eigenen Sein, zu dem, was du bist, bereits jetzt. Dort die Aufmerksamkeit hinrichten, diesen Platz nicht mehr zu verlassen. Und das zu deiner Lebensaufgabe zu machen. Und dort aus zu leben. Und dort aus diesem Moment zu begegnen. Und bitte hakt nach, wenn das keinen Sinn ergibt für euch oder Monika Fertner schreibt, hallo Kevin, die Ich-Konditionierung fällt weg. Übrig bleibt ein tiefer, konstanter Frieden, nichts mehr persönlich nehmen müssen. Ja, so kann man das sagen, ne? Aber diese Ich-Konditionierung
Ich habe euch nur die Hälfte von dem Zitat vom Ramana gesagt. Jetzt versuche ich mal zu schauen, ob ich die andere Hälfte hinkriege. Also die Frage, die ihm gestellt wurde, war, was ist der Unterschied zwischen Mind und Self? Also was ist der Unterschied zwischen Geist oder Verstand und dem Bewusstsein oder dem, was du bist, dem, was du wirklich bist. Was ist der Unterschied? Und er sagte, nach außen gerichtet, die Aufmerksamkeit sind Gedanken und Objekte und nach innen ist das Selbst. Und dann hat er gesagt, dieses Ich, wenn das nach außen gerichtet ist, also das, was du Ich-Konditionierung nennst, Monika, wenn das nach außen gerichtet ist, dann zeigt sich das als ich bin dies oder ich bin das. Ja, wir identifizieren uns mit irgendetwas. Zum Beispiel, ich bin der Körper. Ja, das ist die größte Identifikation, die uns passiert, ne? Oder ich bin der Sohn von dem und dem oder die Tochter von der und der und so weiter, ne? Und wenn dieses Ich, anstatt dass es nach außen geht, ruhig wird oder ruhig ist, dann ist dieses Ich das Selbst. Es ist also nicht einmal so, dass das Ich wegfallen muss, sondern es braucht sich nur zu beruhigen. Braucht nur still zu sein, jetzt in diesem Moment. Dann könnte man das so nennen, dass die Ich-Konditionierung wegfällt, weil es still ist und dann scheint das wahre Selbst. Ja, schön gesagt. Franz Hubert fragt, wie alt bin ich? Ja. Du meinst wahrscheinlich den Körper, ne? Ja. Wie alt? Ja, und was hast du dann davon, wenn du das weißt? Ne? Wie wird sich dein Leben verändern mit dieser Antwort? Wir müssen lernen, wenn wir was wollen, wenn uns was wirklich wichtig ist, müssen wir lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Weil wenn ich dir jetzt eine Zahl nenne, dann wird es nicht, dir nicht helfen, dauerhaft glücklich zu sein, beispielsweise. Also vermute ich mal. Das heißt, ich muss immer wissen, was willst du mit der Frage, ne? Weil ich bin nicht ein Mensch, der einfach nur Fragen beantwortet, nur weil mir jemand eine Frage stellt. Die meisten Fragen finde ich langweilig. Leute fragen mich über Computer und alles Mögliche. Das interessiert mich überhaupt nicht. Oder Autos, ne? Wenn du mit Männern bist, die wollen sich über Autos unterhalten, um Gottes Willen. Hauptsache es fährt. Also, mir ist egal. Ja, ich muss also wissen, was ist der Sinn hinter deiner Frage, ne? Und dann kann ich die Frage ernst nehmen, ne? Franz, ich hoffe, ich höre nochmal von dir. Jasmin schreibt, ich flüchte mich vor Menschen und damit verbundenen Verletzungen. Hab gerade noch einen einzigen Freund, das war's. Trotzdem gibt es immer mehr Momente des Friedens in mir. Wow, wie schön ist das. Immer mehr Momente des Friedens in dir. Ja. Und das macht das zu deinem wichtigsten Freund, ne? Die Momente des Friedens. Und du hast nicht nur einen einzigen Freund, du hast dich, ja. Du bist dein bester Freund, du selbst, ja. Wir vergessen unseren wichtigsten Freund manchmal, oft sogar. Ich flüchte auch vor Menschen, Jasmin. Ich flüchte auch vor Menschen. Ich bin gern alleine. Sehr gern alleine. Nicht so sehr wegen den Verletzungen,
sondern eigentlich wegen, ja, mich interessieren so oberflächliche Sachen nicht so sonderlich, ne? Da bin ich lieber mit mir selbst, mit meinem besten Freund und trinke Tee mit meinem besten Freund oder Wasser oder was auch immer. Heute Kokoswasser, sehr lecker. Ja. Und das mit den Verletzungen, wenn du dich wiederfindest, dass du, also es ist wichtig, dass wir uns schützen, wenn jemand uns verletzt, ja, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die uns verletzen, dann ist es wichtig, Nein zu sagen, ja. Liebe kann Nein sagen. Ja, mach dich selbst und mach diese Momente des Friedens in dir zu deinem besten Freund. Dann wirst du nie alleine sein. Jasmin schreibt nochmal, ganz schön seltsam, da einem ja immer gesagt wird, man brauche andere Menschen, um glücklich zu sein. Wir sind Säugetiere und wir sind soziale, Säugetiere sind in der Regel soziale Tiere, nicht alle, ne? Aber ich meine, wir sind soziale Wesen und es ist gut, es ist für uns alle wichtig, in Kontakt zu gehen. Aber wenn wir reif sind, es ist nicht nötig, unser Glück davon abhängig zu machen. Aber das kannst du für dich selber ergründen, ne? Du hast ja selber gesehen, dass du immer mehr Momente des Friedens erlebst. Und ich möchte meine Momente des Friedens nicht mit oberflächlichen Kontakt tauschen. Ergründe für dich selbst. Lucy Lee sagt, glaube, der erste Teil meiner Frage wurde überlesen hier nochmal. Wie kann ich mich dem stellen? Ja, aber was stellen und nicht die Flucht von mir selbst ergreifen an dem Punkt? Ich will nicht mehr träumen und das verlieren. Vielleicht kannst du andere Worte finden, ne? Weil die Flucht vor dir selbst, ja, also du selbst ist das Ich bin, ja, das, wo in dir sagen kann, ich bin, das bist du selbst. Und die Flucht vor diesem Ich bin kannst du nur ergreifen, indem du die Aufmerksamkeit von diesem Ich bin wegwendest und sie irgendwo anders hinrichtest und dich selbst vergesst, dieses Ich bin. Und wenn ich das Wort Träumen verwenden will in dem Zusammenhang, dann ist das Träumen. Ich vergesse, dass ich bin und ich begebe mich in eine Welt, wo ich mein eigenes Ich bin vergesse und glaube, dass das alles, was passiert, wichtiger sei als das, was das erlebt, das, was das wahrnimmt. Und das, was das wahrnimmt, ist doch das, was deinem ganzen Herzen gehört, oder?
Korrigiere mich, wenn ich deine Frage nicht richtig verstanden habe. Lucy Lee schreibt nochmal, ich gerate, wenn ich mich jemandem nahe fühle, immer wieder in denselben alten Schmerz. Ja, das gilt es dann zu untersuchen, ne? Da ist ein alter Schmerz, der passiert ist im Zusammenhang mit bestimmten Menschen. Vielleicht war das ein Partner oder vielleicht waren das die Familiensituation. Und da ist was passiert, was schmerzhaft war. Und du erkennst, dass wenn du jemandem anderes begegnest, der eigentlich mit der früheren Situation nichts zu tun hatte und dem dieser neuen Person begegnest und der nahe fühlst, dann taucht immer wieder dieser alte Schmerz auf, obwohl er da nicht hingehört, zu dieser neuen Person. Ne? So verstehe ich dich. Das gilt so zu ergründen, ne? Zu sehen, okay, der Schmerz, der damals war, der gehörte zu der Situation, die damals war. Das ist so, das war so. Und du musstest bestimmte Verhaltensmuster annehmen, um dich zu schützen vor der Situation damals, ja? Du musstest dein Verhalten anpassen, um da bestmöglich in der Situation zu überleben, um da bestmöglich mit umzugehen. Und diese Muster, die du damals akquiriert hast, waren für die damalige Situation das Bestmögliche, was eben möglich war, ja? Und wenn du erkennen kannst, dass diese Muster heute in neuen Situationen nicht mehr hilfreich sind, dann kannst du Acht geben drauf, wenn diese Muster spielen. Das heißt, wenn du heute jemanden begegnest und dann erkennst du, dieses Muster spielt, ja, dann kannst du wach sein für dieses Muster, das du akquiriert hast, das der Gewohnheit geworden ist. Und dann kannst du lernen, indem dieses Bewusstsein, indem dieses Muster immer mehr in dein Bewusstsein rückt. Das ist der erste Schritt, dass dieses Muster dir immer mehr bewusst wird. Erst durch das Bewusstwerden, ja, kann sich das Muster verändern und auflösen, ne? Solange es unbewusst ist, wird es spielen, weil es unbewusst ist. Das heißt, wenn dir das bewusst wird, du bist mit einer Person zusammen, die mit dem alten Schmerz nichts zu tun hatte, aber der alte Schmerz taucht auf, dann kannst du sehen, ah, da spielt dieses Muster. Dann achtest du drauf, ja? Einfach nur das zu bemerken, wird schon immens hilfreich sein, ja? Dankbar zu sein. Ah, ich erkenne das Muster jetzt. Du wirst es vielleicht nicht immer gleich im ersten Moment erkennen. Und dann dankbar zu sein und glücklich zu sein, dass du es erkennst, obwohl der Schmerz in dem Moment genauso weh tut, ja. Aber du erkennst, da spielt ein Muster aus der Vergangenheit. Das heißt, wenn uns solche Dinge passieren, dann sind wir gefordert zu beobachten, was läuft da ab, ja, damit so ein Muster in Frieden kommen kann, was über Jahre und Jahrzehnte gespielt hat, unbewusst. Müssen wir es quasi, könnte man sagen, in unser Bewusstsein auf einladen, wenn wir davon frei sein wollen. Und hake nach, wenn da noch was ist. Ja, schön, heute viele schöne Fragen. Und dann ruhen.
eigenen Sein ruhen. Ja sagen zum eigenen Sein. Ja sagen zu deinem wahren Selbst. Ich heirate dich, sag ich zu meinem wahren Selbst. Ich werde dich nie verlassen. Scheidung ist nicht möglich. Die Aufmerksamkeit anstatt nach außen, nach innen richten. Narasimha hatte gefragt, kann ich dir helfen, zu erwachen? Schau mal, wie das ist, wenn du deine Aufmerksamkeit immer wieder nach innen richtest. Ob sich dann irgendetwas verändert in deinem Leben. Könnte Erwachen so einfach sein, dass es einfach nur eine Verschiebung der Richtung der Aufmerksamkeit ist. Von nach außen Gedanken und Objekte zu nach innen, zu dem, was wir wirklich sind. Dann zu schauen, wie ist es, wenn meine Aufmerksamkeit nach innen geht. Hier wird es still bei mir, wenn sie auch nach innen geht. Und du schaust, wie ist es für dich? Aber vielleicht hatte jemand eine andere Idee, was Erwachen ist, ne? Dann können wir das untersuchen. Ob die Vorstellung, die du hast, ob die auch zu erreichen wäre. Ich bin ein großer Freund davon, dass unsere tiefste Sehnsucht in Frieden kommt, ne? Entweder indem wir es erreichen oder indem wir erkennen, dass es ein Hirngespinst war, ne? Beides kann zu einem tiefen Frieden führen. Die Frage ist zentral, wie würde sich mein Leben verändern, wenn ich wirklich das hätte, wonach ich mich am meisten sehne? Wie würde das aussehen? Und wenn ich da Klarheit bekomme drüber, dann habe ich automatisch auch Klarheit, wie ich jetzt leben kann, um das jetzt in diesem Moment zu verwirklichen. Heide schreibt, hallo Kevin, es fällt mir noch immer schwer, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Bei geöffneten Augen. Hast du dafür einen Tipp?
Ja, Übung, ne? Heide. Das zur zentralen Übung zu machen. Weil biologisch gesehen, ja, als biologische Wesen sind wir darauf angewiesen, dass die Aufmerksamkeit immer nach außen gerichtet ist. Ne? Es gab ja Zeiten, wo es um uns herum gefährliche Tiere gab. Die werden ja heute immer erschossen, wenn da ein Wolf oder ein Bär irgendwo auftaucht. Jetzt sind die gefährlichen Tiere dann Coronaviren und sowas. Aber unsere Aufmerksamkeit ist biologisch nach außen getrimmt, damit dieser Körper überleben kann. Das heißt, wenn wir zu Hause sitzen, so wie jetzt, dann können wir kurz prüfen, bin ich sicher? Oder könnte es sein, dass jetzt ein Dinosaurier zu mir ins Zimmer kommt oder sowas? Wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass da kein Dinosaurier in mein Zimmer kommt, dann weiß ich, kann entspannen, ne? Ich kann die Aufmerksamkeit nach innen richten. Ja. Aber wenn jetzt meine Mutter in mein Zimmer laufen würde, ne? Meine Mutter hat mich immer als eine große Bedrohung wahrgenommen, dann würde ich mich umdrehen und gut aufpassen. Dass mir nichts Schlimmes passiert. Dann wäre, ich meine, ich habe so viele Übungen inzwischen, dass es mir trotzdem gelingen würde, mich nicht zu verlassen, auch dafür nicht, ne? Aber ein größerer Teil meiner Aufmerksamkeit würde nach außen gehen. Ohne Frage. Ja, es braucht sehr, sehr viel Übung, ne? Aber das Wichtige ist, ja, ist zu erkennen, du kannst es überprüfen, wie ist es jetzt in diesem Moment, wenn ich die Aufmerksamkeit und jeder und jede kann das überprüfen, wenn ich die Aufmerksamkeit nach innen richte, ja, ist es hilfreich. Das können wir immer überprüfen. Und wenn du das als hilfreich empfindest, dann weißt du, diese Übung oder diesen Tipp, wie du ihn nennst, ja, den nähere ich jetzt, ja, das nähere ich jetzt so, diese Idee, dass die in meinem Bewusstsein bleibt, dass die sich in meinem Bewusstsein verankert, dass das nicht mehr unbewusst ist. Ich habe das mal gemerkt jetzt und dann habe ich es wieder vergessen. Ich schaue, dass das ein dauerhafter Bestandteil meines Bewusstseins wird. Die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, ne? Nur indem du das wichtig nimmst, ja. So wichtig wie den nächsten Atemzug, könnte man sagen, ja. Wenn du es so wichtig nimmst, dann Halleluja, ja, dann ist das, was nachher immer, wie kannst du mir helfen zu erwachen, dann so wichtig zu nehmen, die Aufmerksamkeit nach innen auf dich selbst zu richten, wie du den nächsten Atemzug wichtig nimmst. Ja. Gibt dem, wenn es wertvoll für dich ist, die höchste Priorität in deinem Leben. Ne? Wann immer du dran denkst, spiel damit. Lucy Lee schreibt, Mütter sind die schlimmsten Dinosaurier. Zum Glück nicht alle, ne? Du und ich haben vielleicht die Erfahrung gemacht, Lucy. Aber es gibt immer mehr moderne Mütter, die wirklich grandios sind, ne? Und wir alle tun unser Bestes, ja. Auch unsere Mütter haben ihr Bestes getan und ja. Ja.
Und das ist ganz schön, dass du das beobachtest, Heide, ne? Dass wenn die Augen offen sind, ja, also das Sehen ist so ein wichtiger Sinn, ja, weil wir mit dem Sehen und dem Hören trainiert sind, Gefahren zu erkennen, biologisch, ne? Und das braucht Übung, die Übung zu wissen, ich bin sicher und ich kann mit meiner Aufmerksamkeit nach innen gehen und ich kann mich darauf verlassen, wenn es was zu sehen gibt oder zu hören gibt, ich werde es mitkriegen. Welt in ihrer Sache. Danke, Kevin, ja, sehr gerne, ne? Es gibt ja viele Lehrer, die sehr großen Wert drauf legen, zu sagen, da ist niemand. Ich habe da kein Problem damit, aber wenn dein Gefühl ist, da ist jemand, dann ist es hilfreich, wenn dieser jemand die Aufmerksamkeit nach innen richtet. Und je mehr die Aufmerksamkeit nach innen richtet, umso mehr vereint sich dieses Ich, was glaubt, jemand zu sein, mit dem, was tatsächlich ist. Ja, das ist kein Widerspruch. Aber wenn es hier ruhig wird, so wie Ramana Maharshi sagt, wenn dieses Ich nicht nach außen gerichtet ist, sondern ruhig wird, indem die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet wird, dann wird dieses Ich oder geht dieses Ich im Selbst auf, wie die Motte im Licht, könnte man sagen, ja. Aber zu behaupten, wenn eine Motte rumschwirrt, zu sagen, da ist keine Motte, ja. Ja, natürlich, in dem Moment, wo sie auf dem Licht, im Licht aufgeht, kann man sagen, das war's mit der Motte, ne? Das ist damit gemeint, wenn dieses Ego verschwindet, ja, ist, dass es einfach in dem versinkt, was du wirklich bist, ja, dass diese Aufmerksamkeit dass du dein eigenes Selbst nicht vergisst für einen Moment, dein eigenes Herz, dein Zentrum. Dem ruhst. Heide schreibt, durch Trauma in der Kindheit war ich darauf angewiesen, mein Umfeld zu kontrollieren, um mich sicher zu fühlen. Ja, als Kind sind wir wissen das biologisch, als Kind sind wir auf unsere Eltern und auf unser Umfeld angewiesen. Und wenn unser Umfeld schwierig ist, werden wir alles tun, damit es irgendwie trotzdem funktioniert. Ja, das ist das, was du vielleicht kontrollieren meinst, um dich sicher zu fühlen, ja? Ja, sicherlich. Du schreibst, vielleicht kommt es daher.
Das zu sehen, ja, zu sehen, wo unsere Muster herkommen. Ne? Ich zum Beispiel habe von meiner Mutter gesprochen, wenn die jetzt zur Tür reinkommen würde. Meine Mutter war für mich als Kind so bedrohlich, dass ich nur überleben konnte, wenn ich den Raum verließ, in dem sie sich aufhielt. Das heißt, ich musste ihr ständig aus dem Weg gehen. Sonst war das Leben gefährlich. Das ist ein Muster, ne? Das war damals sehr hilfreich. Ich habe weniger abbekommen an Missbrauch, indem ich diese Strategie natürlich angenommen habe. Aber wenn ich sie jetzt anwenden würde, ja, mit neuen Menschen, denen ich begegne, dann wäre das nicht hilfreich. Ja, und das zu erkennen, ja, das in unser Bewusstsein zu rücken, ah, hier spielen Muster aus meiner Kindheit, die mir als reifer Erwachsener Schwierigkeiten bereiten, ja. Ich kann das jetzt sehen, dass das spielt. Ich bin dankbar dafür, dass es langsam in mein Bewusstsein kommt. Das genügt für den Anfang, ja. Muster, die über Jahrzehnte gespielt haben, die verschwinden normalerweise nicht einfach über Nacht. Selten. Sondern die tauchen immer wieder auf und je öfter sie gesehen werden und je schneller sie dann gesehen werden, umso schneller kommt es wieder in Frieden. Deswegen ist es wichtig, wenn mir was Schwierigkeiten bereitet in meinem Leben, und das passiert mir genauso, ja, dass sich Muster in mir abspielen, wo ich merke, das ist nicht hilfreich, dann ist es eine Einladung, oft eine schmerzhafte Einladung, irgendwo hinzuschauen, zu schauen, was spielt denn da eigentlich, ne? Was mir heute immer noch Schwierigkeiten bereitet, obwohl ich relativ Ruhe. Und die Inder haben das erkannt, dass die Weisen, die sie als erwacht bezeichnet haben, dass bei denen Muster weiterspielen. Da gab es zum Beispiel einen, ich glaube vor weit über 100 Jahren, einen indischen Weisen, der hat Leute, wenn die ihm zu nahe gekommen sind, mit Steinen beworfen. Ja, kein hilfreiches Muster. Dem ist bestimmt auch Trauma begegnet in seiner Kindheit. Ja, ziemlich schweres Trauma, um so zu reagieren, um so Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Und das ist als Weiser erleuchtet, ja. Und weil Narasimha am Anfang gefragt hat, ob ich dir helfen kann zu erwachen, also die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, bedeutet nicht, dass die Muster, die wir akquiriert haben, aufhören zu spielen. Ja? Das sind zwei Paar Schuhe. Die Muster wollen dann dennoch ins Bewusstsein rücken und gesehen werden und in Frieden gebracht werden. Auch wenn die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet ist.
Noch schwieriger als mit offenen Augen zu praktizieren, mit der Aufmerksamkeit bei dir selbst zu sein, ist es, wenn wir im Kontakt sind mit anderen Menschen. Das scheint mir die größte Herausforderung für die meisten von uns zu sein. Die Aufmerksamkeit bei uns zu haben, während wir im Kontakt sind mit Menschen. Das zu üben und zu schauen, wie ist es. Das heißt also, wir haben ein fantastisches Übungsfeld. Darüber können wir uns nicht beschweren, dass wir kein Übungsfeld geschenkt bekommen haben als Menschen. Ein Übungsfeld, das nicht aufhört. Ne? So sieht es für mich aus. Also, wenn wir glauben, wenn wir meinen mit Erwachen, dass wir an einem Punkt sind, wo Entwicklung aufhört, dann ist es meines Erachtens ein Hirngespinst. Ne? Dann ist das eine falsche Idee. Also ich zumindest bin an keinem Punkt, wo irgendwas aufhört, sondern wir sind hier als Menschen, um, man könnte sagen, das höchste göttliche Potenzial zu leben. Und wir sind frühestens dann fertig, wenn wir sehen, dass wir alle Konflikte in unserem Leben und unserem Herum liebevoll in Frieden bringen können. Frühestens dann sind wir fertig. Man könnte sagen, erwachen oder die Aufmerksamkeit ruhen zu lassen oder nach innen zu kehren. Ist der Anfang zu lernen, gleichzeitig Gott und Mensch zu sein oder Göttlichkeit und Mensch zu sein. Und von dort aus können wir unsere ersten Babyschritte machen. Und wenn wir sogenannte Erwachte sehen könnten als Babys, die ihre ersten Schritte machen, ja, dann wären die nicht auf so einem, würden wir die nicht so auf so ein hohes Podest stellen, ja. Die in sich ruhen, die ersten Schritte als Mensch ruhend in sich selbst, in ihrer eigenen Göttlichkeit machen. Wir sind alle Anfänger diesbezüglich, also zumindest ist das meine Sichtweise.
Marin Anna schreibt, die Mystikerin Sabine Bobert. Ich glaube, das ist ein Zitat von ihr. Wie bin ich spielerisch und leicht ein rundum glücklicher Mensch? Was sagst du dazu? Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstehe. Aber ja, spielerisch und leicht. Bin mir nicht ganz sicher, was die Frage ist. Aber das gilt zu untersuchen, wie funktioniert Glück? Ja? Wenn mich Glück interessiert, wie funktioniert es? Wie kann? Ganz gerne nochmal nachhaken. Mai Denira schreibt, mir fällt es immer schwerer, mich mit Menschen über Belangloses zu unterhalten. Das ist ein gutes Zeichen, Mai Denira. Willkommen im Club. Ich gehe daher immer weniger unter Menschen, ja. Ja, die gilt's gut auszusuchen und selbst wenn wir unter Menschen sind, zu üben, bei uns zu sein, ja. Uns selbst zum wichtigsten Menschen zu machen, also das eigene Sein, meine ich damit. Es ist vollkommen okay, Nein zur Oberflächlichkeit zu sagen. Es ist nicht umsonst, dass es in Indien die Tradition gab, dass Leute, die genug von Oberflächlichkeit hatten, alleine in den Wald gegangen sind und dort gelebt haben. Oder überhaupt Leute sich zurückgezogen haben, ja, auch wie Jesus, der sich zurückgezogen hat. Und dann, wenn man sich lange zurückgezogen hat und gereift hat, dann ist es auch leicht, in der Welt wieder zu sein, umgeben von Oberflächlichkeit. Und sich selbst zu sorgen, zu schauen, was tut mir gut. Und wenn ich Freunde habe, auch mit meinen Freunden Grenzen zu lernen, Grenzen zu setzen, zu sagen, das ist mir jetzt gerade zu viel oder könnten wir ein bisschen weniger reden. Kevin, ich habe auch eine Frage. Ja, das waren die. Was glaubst du, wenn, also ich habe auch ein Kontrollmuster akquiriert, und wenn, also das ist jetzt gesehen, warum das da ist, was könnte ich da jetzt tun, um da rauszukommen? Weil ich würde so gerne nicht kontrollieren, aber weiß nicht so recht wie. Einfach beobachten, ne? Dankbar sein, jedes Mal, wenn du es siehst, ne? Jedes Mal, wenn das auftaucht, dann im ersten Moment merken wir es ja gar nicht. Das ist so, es spielt so ein Muster, ne? Und wenn wir Glück haben, merken wir, ah, wow, hier ist dieser alte Freund schon wieder, ne? Dieses Muster, ja. Das ist alles, ne? Also dann, ah, wow, okay, dankbar sein, ne? Wenn ich sage, oh, ich will dich nicht mehr haben, dann habe ich es erst recht. Ne? Das zu Ja, erkennen, stimmt. das zu erkennen und einfach zu sagen, ja zu diesem Moment, ja zu diesem Muster, was jetzt gerade aufgetaucht ist und ich bin mir dessen bewusst. Ja, wie fantastisch ist das? Ne? Ja, dadurch, dass es ins Licht des Bewusstseins kommt. Ne? Und ich sagte, das
bitte komm so oft rein, bis du von mir lassen kannst. Ne? Oder wie auch, was auch immer man für Worte findet. Ne? Du bist willkommen. Ich weiß, wir haben eine lange Vergangenheit. Und dankbar zu sein, dass es an die Oberfläche kommt. Ne? Ja, ist gut, dass du es nochmal sagst, ja, weil ich glaube, da ist viel dieser Teil mit drin, der das nicht haben will. Ja, genau. Ne? Und dieses an die Oberfläche kommen, das ist die Motte, die ins Licht kommt. Ne? Und erst, wenn ich die Motte ins Licht kommen lasse, verbrennt sie. Wenn ich die Motte weghalte vom Licht, ne, dann werde ich die Motte mein Leben lang am Hals haben, ne, weil ich sie nicht ins Licht lasse. Ne? Na komm, komm, Jesus, schön hell, komm zu mir. Ist das nicht auch ein bisschen merkwürdig, dass die Motten Nachttiere sind, aber immer zum Licht fliegen? Ja, ich weiß nicht, was da biologisch ist, ne? Ja. Ja, danke schön. Ja, sehr gerne. Ja zu sagen zu dem, was auftaucht. Ja. Das heißt nicht, wenn mir jemand auf den Fuß tritt, dass ich Ja sagen muss, sondern ich kann dann schon sagen, hey, aber ja zu diesem Moment zu sagen, ja. Zu den Mustern, die auftauchen. Ja, alle haben Muster. Es gibt keinen Menschen, der keine Muster hat. Oder wenn ihr jemanden kennt, dann schreibt mir eine E-Mail. Dann überprüfe ich das. Und unsere Muster sind das, was uns am meisten Schwierigkeiten bereitet, ne? Und auch mit der Aufmerksamkeit immer nach außen zu gehen und unser wahres Selbst zu vergessen, ist nichts anderes als ein Muster. Und dann sanft mit uns zu sein. Ah, jetzt habe ich es gemerkt. Jetzt war ich schon wieder in irgendeiner Geschichte verwickelt, weil ich einem einzigen Gedanken nachgegangen bin. Und das wurde dann zum Selbstläufer. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt erinnere ich mich, ich kehre mit meiner Aufmerksamkeit nach innen. Zu wissen, wo die Basisstation für die Aufmerksamkeit ist, das ist wichtig. Wenn ich nicht weiß, wo das zu Hause ist, ja, das Licht des eigenen Bewusstseins, könnte man sagen, ist das Zuhause der Aufmerksamkeit. Wenn ich das nicht weiß, dann bin ich verloren. Und dann werde ich immer wieder suchen nach meinem wahren Zuhause. Und diese Suche wird erst enden, wenn ich erkenne, dass ich selbst mein wahres Zuhause bin und alles, was ich tun muss, um dort zu sein, ist meine Aufmerksamkeit nach innen zu gehen. Und wir alle können das lernen. Kein einziger, der hier zuschaut oder zuhört, keinem einzigen ist die Tür in den ewigen Frieden verwehrt. Es ist einfach nur ein Muster, dass die Aufmerksamkeit das, was wesentlich ist, nämlich das, was alles wahrnimmt, nämlich du selbst, dass es dich vergisst für den nächsten Gedanken oder das nächste Objekt, das auf deinem Bildschirm auftaucht.
dieses Mustergültz ins Licht zu bringen. Das ist, was mit Erwachen gemeint ist. Es ist simpel, inhaltlich simpel. Es erfordert entweder Gnade, dass es von alleine passiert, oder eben Übung. So könnte man das vielleicht formulieren. Manche haben jetzt gerade erst zugeschaltet. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich mache meistens nur 1 Stunde 15 Minuten. Aber wenn noch eine Frage auftaucht, sehr gerne. Heide Nira schreibt, das Problem ist beim Trigger wachsam zu sein, um adäquat zu reagieren und nicht wie gewohnt Widerstand aufzubauen. Ganz genau, wach zu sein, ne? Wach zu sein. Zu merken, oh, irgendwie, mir geht's, irgendwas stimmt bei mir nicht, mir geht's irgendwie nicht gut, ne? Wach zu sein und dann zu untersuchen, was läuft da gerade, ne? Was spielt da gerade für ein Muster, was mir Schwierigkeiten bereitet, ne? Was hat mich gerade getriggert? Wach zu sein. Wach zu sein heißt, bereit zu sein, dass das, was Schmerzen oder Schwierigkeiten bereitet, ins Licht kommen kann, ja, ins Licht unseres eigenen Bewusstseins. Und wenn jemand, ich mache mal ein Experiment, ich weiß nicht, ob das machbar ist, wenn jemand eine Frage hat, aber sich nicht traut, irgendwie es sich nicht einloggen will in den Chat oder irgendwas, und es gelingt euch, die Frage kurz zu halten, sodass ich weiß, worum es geht, dann könnt ihr mir eine E-Mail schicken und dann kann ich so eine Frage auch in so einem Live-Chat adressieren. Wenn ihr nicht öffentlich irgendwie euch einloggen wollt, dann ist das eine Möglichkeit, die ich mal probieren würde, ob sowas überhaupt machbar ist. Huni schreibt, was meine ich damit, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten? Ja. Also, eine gute Frage. Ich versuche es mal so zu beantworten, was nach außen richten bedeutet. Nach außen richtet bedeutet, ich gebe die ganze Energie meiner Aufmerksamkeit auf das, was im Raum ist, auf die Person, die da ist oder auf den Bildschirm. Ich vergesse mich selbst und meine ganze Aufmerksamkeit geht auf das, was ich sehe oder auf das, was ich gerade denke. Das wäre die Aufmerksamkeit nach außen zu richten. Die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, ist, sie von all diesen Sachen, die ich gerade beschrieben habe, die im Außen, die ich außen nenne, also Gedanken und das, was ich sehe, auf das zu richten, was all das wahrnimmt.
das nenne ich innen. Also dies, was ich bin, das, was Bewusstsein ist, das dorthin zu richten. Und zu schauen, was passiert, wenn ich die Aufmerksamkeit zu dem richte, der alles wahrnimmt, anstatt auf die Objekte, die wahrgenommen werden, oder die Gedanken oder Gefühle und so weiter. Diesen Unterschied. Und das zu praktizieren, wenn du die Aufmerksamkeit auf den Wahrnehmenden, also auf dich, richtest, zu schauen, macht das einen Unterschied, so hier in diesem Moment präsent zu sein. Kriegst du trotzdem noch mit, worüber gesprochen wird, und bist aber bei dir. Verlässt dich nicht. Die oder der, denjenigen, der das alles mitbekommt. Und ich sage danke, gerne. MH schreibt, oder es braucht tausende Wiederholungen. Ja, mehr wie tausend. Du hast das so schön erklärt. Also ganz bestimmt, wenn du mit tausend dahin kommst, also dann bist du wirklich gesegnet. Das braucht sehr, sehr viele Wiederholungen. Tausend am Tag allein schon. Jeder Atemzug die Aufmerksamkeit hier behalten. Ja? Wie viele Wiederholungen sind das denn? Ja. Ja, wunderschön, meine Lieben. Ich habe es sehr genossen mit euch. Ich freue mich auf den nächsten Live-Chat. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.